Hallo, in meinen letzten Videos hatte ich über Shell Command Injection in mannigfacher Weise berichtet, heute mal ein wenig ins Detail gegangen. Gut, einige konnten nicht ganz folgen, wie es denn sein könnte, dass ein variabler Text plötzlich zu einem Befehl wird, der ausgeführt wird von einem Angreifer, uns untergejubelt und ausgeführt würde, als hätten wir ihn selber manuell in eine Konsole eingegeben. Gut, was meine ich damit? Wir haben unter Linux ein Terminal, zum Beispiel. Da kann ich was eintippen, einen Befehl, zum Beispiel ls, und dann tut der Computer, was ich möchte. Nun, ls ist einfach nur ein Text, den ich eingebe als Mensch. Und der Kommandozeileninterpreter von der Bash, also der Shell, interpretiert diesen Befehl, erkennt, was ich meine und tut, was er soll. Nämlich hier in dem Fall ein Directory anzeigen. Ein Angreifer möchte natürlich bei mir in mein Terminal am liebsten etwas eintippen, zum Beispiel um meine Festplatte zu formatieren oder eine Webseite aufzurufen oder ein Programm zu starten, zum Beispiel Xterm. Als Beweis dafür, dass er auf mein Terminal gekommen wäre. Wenn ich hier auf einer Shell das Programm Xterm starte, dann poppt das so aus. Das ist zwar nur harmlos, aber ein Angreifer würde natürlich bösartige Befehle eingeben. Wie könnte es sein, dass jemand in mein Terminal quasi etwas eingibt? Ihr, die jetzt das Video schaut, wie könntet ihr mir ein solches Kommando wie zum Beispiel Xterm unterjubeln? Wie gesagt, nochmal Hinweis, Xterm ist ein harmloses Kommando. Ich möchte hier keine zerstörerischen Kommandos zeigen. Ihr seid ein Angreifer, wollt mir einen Text in meinen Kommandozeileninterpreter unterjubeln. Wie geht denn das? Wir haben gesehen, die manuelle Weise der Eingabe ist, ein Terminalfenster zu öffnen, dort Text einzutippen, ist nichts weiter als Text. Dieses Kommando wird an die Shell, meistens Bash oder SH, ZSH oder wie auch immer sie heißt, übergeben und vom Kommandozeileninterpreter interpretiert. Zum Beispiel, dass das Kommando ls, das bedeutet, zeigt man das Directory an. Mein menschlich eingegebener Text muss ja mal in maschinenverständliche Befehle umgesetzt werden. Das macht der Interpreter der Shell und führt den Befehl entsprechend aus, nachdem er kapiert hat, was ich will. Diese Kommandozeileninterpreter machen auch Sonderzeichen. Zum Beispiel kann ich mehrere Befehle hintereinander ausführen. Zum Beispiel Directory anzeigen und dann Xterm ausführen. Ja, macht er dann beides. Ein Semikolon zum Beispiel trennt zwei Befehle. Ist kein Ding, kann ich in eine Zeile schreiben. Beides wird jetzt ausgeführt, sowohl ls als auch das Programm Xterm gestartet. Gut, kennen wir auch. Das macht der Kommandozeileninterpreter. Er interpretiert die Kommandos, die ich eintippe, manuell. So, ein Angreifer möchte aber in mein Terminal gerne Text einschleusen. Text, der dann als Kommando interpretiert wird. Kann er so nicht, aber er kann es über Umwege. Umwege mittels Programme. Programme, die auf meinem Computer laufen oder die ich mit meinen Benutzerrechten starte oder mit Administratorrecht schlimmstenfalls starte. Programme haben Fehler. Programme fragen mich zum Beispiel nach einem variablen Text. Ein Programm fragt mich, unter welchen Dateinamen möchtest du etwas speichern? Welchen Dateipfad möchtest du öffnen? Welche URL zu einer Webseite möchtest du einfügen? Wie soll dein USB-Stick heißen? Wie ist dein Benutzername? Alles Texte, die Programme Benutzer fragen. Ganz normal. Wenn das Programm fehlerhaft geschrieben ist, dann macht es Folgendes. Der Programmierer möchte sich Zeit sparen. Anstatt in seiner Programmiersprache weiter zu programmieren, benutzt er ein Systemkommando, als hätte er die Shell benutzt. Er nimmt also meinen variablen Text und fügt feste Texte, zum Beispiel Copy-Befehl CP, plus meinen variablen Text, Dateiname und noch
weitere feste Texte zusammen zu einem Kommandotext und gibt einfach einen Systembefehl, führe das Kommando aus an die Shell. Die Shell interpretiert diesen Text, der aus dem variablen Text, den der Benutzer eingegeben hat, und festen Texten, die im Programm fest verdrahtet sind, einfach als Systembefehl an die Shell übergeben, als hätte ich das selber eingegeben. Das ist gleichwertig. Und zwar mit denselben Rechten, mit denen ich das Programm irgendwann mal gestartet habe. Schlimmstenfalls mit Admin-Rechten werde ich gefragt, möchtest du einen bestimmten Dateinamen speichern, einen bestimmten Label für den USB-Stick, möchtest du bitte eine URL blockieren, gerne. Und dieser Text, den ich eingegeben habe, wird dann zusammenkopiert mit anderen Kommandos, zum Beispiel Copy oder anderen ähnlichen Texten und hinten dran vielleicht noch ein Text, wird zu einem Systembefehl von der Programmiersprache des Programms aus zusammenkopiert und einfach an die Shell übergeben. Das ist ein Programmierfehler, den ich jetzt in letzter Zeit häufiger entdeckt habe. Enthält dann dieses zusammengesetzte Kommando, was nichts anderes ist als Textverarbeitung, einen festen Text, den variablen Text und noch einen festen Text zusammenkopieren, enthält der schadhafte Kommandos, von denen ich nichts ahne, dann werden diese Kommandos von der Shell interpretiert und natürlich auch darin enthaltene Sonderzeichen, die zum Trennen anderer Befehle dienen. Ja, der Angreifer muss mir einen Text unterjubeln, egal in welcher Form, passend zu dem Programm, das das Problem hat. Ja, variabler Text wäre dann die Angriffsstelle. Der Angreifer jubelt mir den Text zum Beispiel in Form eines Dateinamens unter. Nicht zu verwechseln mit einem Computervirus. Der Inhalt der Datei ist vollkommen egal. Es geht nur um den Namen der Datei, nicht um den Inhalt. Oder den Dateipfad zur Datei. Oder die URL zu einer Webseite. Was auf der Webseite ist, ist vollkommen wurscht. Es geht nur um den Text. Oder der USB-Stick-Name oder der Benutzername. Ein Angreifer müsste mich dazu kriegen, einen bestimmten Text, variablen Text, hier einzugeben, damit das im Programm zusammenkopiert zu einem Systembefehl wird, der von der Shell interpretiert wird. Bestimmte Sonderzeichen darin führen dazu, dass das Programm anders funktioniert, als wie vom Programmierer gedacht, und der Befehl wird ausgeführt und der Angreifer lacht sich tot. Wie sieht sowas in der Praxis aus? Wir greifen jetzt mal als Angreifer Gedit an, ja, eigentlich mich selber. Gedit hat ein Plugin, das ein Problem hat. Das interpretiert den Text des Angreifers in Form eines Dateinamens, ja, nicht richtig, und kopiert den Dateinamen einfach zu seinem Kommandotext zusammen und führt den einfach blind aus. Ich muss also als Angreifer, der dieses Plugin des Programms Gedit angreifen will, nur überreden, den Dateinamen zu akzeptieren, den ich mir ausgedacht habe, und darin mittels Sonderzeichen das Programm Xterm zu starten. Ja, ich, Angreifer, bereite jetzt mal so einen Dateinamen vor. Der Inhalt der Datei ist vollkommen wurscht. So, hier hätte ich beispielsweise einen Text vorbereitet. Anführungszeichen, Semikolon, dann den Befehl Xterm, ein harmloses Kommando, dient uns als Beweis, dass der Angriff funktioniert hat. Wieder ein Semikolon und ein Rautezeichen und dann ein normaler Dateiname, Schnipselarchiv, tar.gz. Gut, in diesem Text, ne, es ist nur ein Text, es ist im Text in Form eines Dateinamens, ist das Kommando hier in dem Fall Xterm versteckt als Shell Command Injection. Gut, jetzt müsste ich nur jemand bewegen, sich dieses Schnipselarchiv zum Beispiel von einer Webseite herunterzuladen. Dabei ist der Inhalt der Datei, wie gesagt, vollkommen wurscht. Das ist kein Virus. Es geht nur um den Dateinamen, den Text. Gut, wir starten jetzt mal entsprechend das Programm Gedit. Hier ist Bearbeiten, Einstellungen, das entsprechende Plugin, das den Fehler hat, das
Plugin namens Schnipsel aktiviert. Und ich behaupte jetzt als Angreifer, dass ich ein ganz tolles Schnipselarchiv erstellt hätte und der gutgläubige Benutzer dieses Schnipselarchivs fällt darauf rein, importiert mein Schnipselarchiv. Guckt. Was das jetzt genau ist, ein Schnipselarchiv, ist hierbei egal. Wir wissen nur, dieses Programm gEdit hat in diesem Plugin ein Problem. Und zwar mit dem Dateinamen. In dem Moment, wo ich als angegriffener Benutzer diesen Schnipsel importiere, diese Schnipseldatei, ne, die hat einen Text. Und dieser Text ist das, was mich schädigt, weil der das Plugin Schnipsel da programmiert hat, einen Fehler gemacht hat. Der kopiert jetzt die Datei von links nach rechts und beim Kopieren hat er den Fehler gemacht, einfach den Dateinamen einfach einzufügen, ohne zu prüfen, ob darin Shell-Kommandos enthalten sind. Und er gibt den Dateinamen einfach auf eine Shell und bums, startet extern. So, also bin ich auf euer Terminal gekommen, ja, wenn ihr jetzt von mir angegriffen würdet, nicht durch den Inhalt der Datei vom Schnipselarchiv, sondern durch den Dateinamen. Ich hoffe, das habt ihr jetzt ungefähr begriffen. Gut, hier in dem Fall sieht das so aus. Wo ist der Teil, wo die Kuh das Wasser lässt? Kommandotext im Programm, das diese Datei öffnet. Na, wir wollten ja ein Schnipselarchiv importieren und der Dateiname wird hier als variabler Text einfach zusammenkopiert. Das ist genau der Teil in der Datei. Importer-Py, der hier schadhaft ist. Das ist der Teil, wo der Dateiname, den ich als Benutzer ausgewählt habe, hier eingefügt wird. Wir haben einen relativ festen Teil. Warum relativ? Hier wird auch noch der Directory-Name und ein anderes Kommando hier als Text zusammengefügt. Aber sagen wir mal, das ist der feste Teil. Und am Ende gibt es noch einen festen Teil, nämlich da kommt immer ein beendendes Hochzeichen, so dass der Dateiname immer zwischen Anführungszeichen steht. Und genau deshalb hat auch mein Dateiname als Angreifer ebenfalls Anführungszeichen, um diese in Anführungszeichen-Setzung wieder auszuhebeln, damit mein Shell-Kommando genau an dieser Stelle auch injiziert wird. Hätte ich die Anführungszeichen in meinem Dateinamen nicht gehabt, wäre von dem Kommandozeileninterpreter, obwohl ich Semikolons im Dateinamen habe, dieses Kommando nicht ausgeführt worden, weil in Hochkomma stehende Dateinamen dann als reiner Text wieder behandelt würden. Hierauf hatte wahrscheinlich der Programmierer gehofft, damit er alle Eventualitäten beachtet hätte. Hat aber nicht. Er hat vergessen die Tatsache, dass ich hier durchaus selber in meinem Dateinamen auch entsprechende Hochkommata setzen kann, um diese wieder auszuhebeln da. Was haben wir hier? Wir haben hier einen festen Teil, dann den variablen Text, ne, in Form eines Dateinamens, der jetzt das Shell-Kommando enthält und wieder einen festen Text. Und zusammen kopiert wird das hier zu unserem Kommandotext und wird hier einfach als Systembefehl an eine Shell übergeben. Und damit ist extern dann ausgeführt worden. Das ist hier in dem Fall unter Python ein nicht gut zu benutzender Befehl, OS-System. Solche Befehle gibt es natürlich unter jeder Programmiersprache. Die heißen dann manchmal nur System oder ähnlich. Das kann auch ein Perl-Skript sein oder eine C++-Datei oder. Wenn der Programmierer den Fehler macht, einfach einen Dateinamen ungeprüft auf eine Shell zu geben mit einem Betriebssystembefehl und den einfach hier zusammenkopiert, das passiert hier. Überall da, wo %s wird, wird einfach etwas zusammenkopiert zu einem großen Text. Und dieser große Text wird dann
hier an dieser Stelle mit OS.System an die Shell übergeben. Das darin enthaltene kleine Shell Injection Demo, hier in dem Fall extern, wird ausgeführt und als Befehl ausgeführt, poppt uns entgegen und damit ist es wieder gut. Entsprechende andere Beispiele, wie ich zum Beispiel schlimmere Dinge getan habe. Ne? Ich weiß, was du letzten Freitag getan hast, so ungefähr. Mit Admin-Rechten hatte ich zum Beispiel unter Linux Mint demonstriert. Es gibt die Mint Nanny. Die braucht Admin-Rechte, um eine Host-Datei zu ändern. Nun, beim Starten des Programms Mint Nanny wird der Benutzer gefragt, erstmal nach dem Admin-Passwort und dann nach einer Webseiten-URL, die zu blockieren wäre. Der Angreifer braucht nichts weiter zu tun, als eine Webseite zu generieren, wo ein Link ist, den ich gerne blockieren möchte. Im Webseiten-Link steht wieder ein Text und in diesem Text ist wieder ein Shell-Kommando. Das wird auf die Shell gegeben, zum Beispiel mit OS-System ausgeführt. Die enthaltenen Sonderzeichen sorgen dafür, dass alle gegebenenfalls vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen ausgehebelt werden. Der Befehl wird ausgeführt und der Angreifer lacht sich tot. Ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, wie ein Angreifer etwas in meine Konsole eingeben kann, obwohl er gar nicht davor sitzt. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.